Hallo. Heuer ist wieder ein österreichischer Film für den Auslands-Oscar nominiert. Diesmal ist es Revanche vom Götz Spielmann. Es ist ein typisch österreichischer Film, sehr realistisch, brutal, heftig, ein Drama, geht um ein Pärchen, die kein Geld haben. Er geht in eine Bank, will einen Überfall machen und auf der Flucht wird sein Feind erschossen. Das braucht jetzt eine Zeit, bis er das verarbeitet, und sofort tauchen bei ihm Revanche-Gelüste auf, deswegen auch der Titel vom Film. Und um die Verarbeitung des Ganzen dreht sich eigentlich der ganze Film. Götz Spielmann ist der Regisseur, der hat Antares vorher gemacht, auch ein sehr guter Film. Und er ist zu Recht für den Auslands-Oscar nominiert worden. Sonst hat schon einige Preise abgerammt bei verschiedensten Festivals. Ist jetzt auf DVD heraus, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Er hat ähnliche Qualitäten wie die Filme vom Haneke, vom Ulrich Seidel. Dieser typische österreichische Realismus, der scheinbar jetzt recht gut ankommt. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Auch das Ende habe ich genial gefunden. Also Hollywood hätte es wahrscheinlich extrem verhaut, aber bei dem Regisseur war das in guten Händen. Hat das super gemacht. Recht heftig, also kein leichter Stoff, aber für anspruchsvollere Filmfans auf jeden Fall eine Empfehlung. Von mir 8 von 10 Punkten.